gucken, vielleicht kommt ja auch mal der Pass in die Mitte und das ist das Ding dann. Alter, wirklich, was mir auf Grand Champ Niveau auch aufgefallen ist, ist so nervig mit den Bumps einfach. Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferung und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung und mit meinem Code Reapers sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Trage jetzt meinen Creator-Code bei ReapersYT in deinen Rocket League Shop ein, um mich zu unterstützen mit jedem Kauf. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Moin Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen freshen Rocket League Season 8 Video hier auf meinem Kanal. Und heute ist es soweit, ich kann endlich den Tag verkünden. Ich bin Grand Champion in 2 gegen 2 in Season 8. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Heute gibt es ein, zwei schöne Ranked-Runden, ja, in Grand Champion. Ja, wenn ich hier auf Spielen gehe, dann auf Competitive, dann seht ihr, ich bin in Doppel-Großmeister 1, Liga 1 mit 1449 MMR. Das ist auf jeden Fall schon stabil. Trotzdem geht es auf jeden Fall noch weiter nach oben, denke ich. Ich bin gespannt, was ich jetzt für Mates bekomme. Ich werde natürlich jetzt mit einem Random Mate spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir gehen in die erste Runde rein. Let's go. Erste Runde auf Aquadome. Ich habe sogar einen, glaube ich, ziemlich starken Mate. Er hat auf jeden Fall einen Triple Grand Champion Turniersiegerrang. Hier werfen wir uns auf jeden Fall direkt mal rein. Den hat mein Mate. Mal gucken, was er damit macht. Oh, er kriegt direkt die Demo. Da gehen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Ich snack mir den Boost. Und das Ding hauen wir schon mal gut in die Ecke. Ich glaube, wir nehmen mal gleich hier so eine Demo mit vielleicht. Nee, ganz knapp. Schön. Mal gucken, wie der kommt. Der kommt aber noch akzeptabel. Jetzt Nico heißt mein Mate. Oh, sogar mit einem Flip Reset am Start. Ist auf jeden Fall nice. Und da habe ich gejoked. Ja, da habe ich echt gejoked. Sorry, auf jeden Fall. 1-0 jetzt für die Gegner. War sehr, sehr lost von mir. Ich bin auf der PlayStation hier übrigens gerade unterwegs. Dazu muss man natürlich sagen, ich bin auf PlayStation ein bisschen schlechter wie auf PC. Da ich persönlich finde, viele können das, glaube ich, bestätigen, wer einen PC hat und wer eine PlayStation hat. Ich bin auf dieses Thema schon so oft eingegangen. PlayStation fühlt sich einfach ein bisschen härter an. Das komplette Gameplay. Oh. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass er den Joke. Das war gerade etwas sehr unerwartet. Hauen das Ding hier fast rein. Schade, wir nehmen uns hier erstmal den Boost. Den hat mein Mate, denke ich. Jawohl, und der ist auf jeden Fall ordentlich durch. Müsste das Ding jetzt auch machen können. Jawohl, schön. 1:1 hier vom Nico. Ziel ist es, wie gesagt, für die Season, das habe ich ja schon oft gesagt, einfach ja, mal wieder die Grand Champion Belohnungen zu bekommen. Okay, er passt nicht. Ich hätte mit einem Pass tatsächlich sogar gerechnet. Ich krieg die Demo. Ist er drin? Noch nicht. Stark. Oh mein Gott, Alter. Gerade so viele Demos. Nico ist an sich durch. Oh mein Gott, er hat so Pech. Das ist schon wieder sehr, sehr unlucky und so frech gewesen. Dass der so gespawnt ist einfach, dass er den Ball direkt nehmen konnte. Hat er auf jeden Fall. Ich lass. Ja, es fühlt sich alles so hart einfach auf PlayStation an. Das ist echt krass, der Unterschied. Den hat er, denke ich. Ja. Wir warten nochmal im Tor, weil ich weiß jetzt nicht, was genau da passiert. Macht er entspannt. Oh, sehr riskant. Hat er nochmal. Schade. War eigentlich gut. Ich war nur ein bisschen zu spät, beziehungsweise wollte mich perfekt hindrehen, dass der aufs Tor gekommen wäre. Ja, den hat er easy. Und wenn er hoch, ich krieg wieder die Demo. Also wirklich, es ist richtig schlimm, was Demos angeht, einfach auf der Elo. Guckt euch das mal an. Das Gebampe ist hier einfach, ja, kann man nicht viel zu sagen. Also es ist ganz, ganz schlimm. Okay, die springen einfach auf alles drauf. Wir lassen den natürlich erstmal. Da kommt nochmal der Shot. Der auch nochmal. Machen sie gut an sich. Ja, schönes, chilliges 1:1 gerade. Wichtig ist halt nicht zu joken. Ja, perfekt. Ich sag nicht zu joken, Digga. Ich joke hier komplett wieder rein. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der so beschissen kommt.
Ja, den haben wir auf jeden Fall. Schön von Nico nochmal an sich. Mal gucken, vielleicht kommt ja auch mal der Pass in die Mitte und das ist das Ding dann. Schöner Pass von Nico in die Mitte, 2-1 jetzt. Sehr, sehr geil, also wirklich ein schöner Pass. Passing Play ist auf jeden Fall auch wichtig, wichtig. Schön, ich fahre rechts. Ich bin gerade noch nicht ganz so zufrieden mit meiner Leistung. Das ist wieder ein ganz guter Schuss gewesen. Den hat er auf jeden Fall. Wir nehmen uns hier mal den Boost. Hat er den nochmal? Oh, ganz knapp. Wir haben ein bisschen Zeit, glaube ich. Gehen hier ab. Kriegen es aber nicht ganz hin. Muss ihn hier so ein bisschen... Ja, sehr, sehr geil. Da habe ich beide gebammt. Ja, schön. Ich wollte gerade das Ding... Ich hätte ihm den auch lassen können, aber ich wollte das Ding ungern vors Tor lassen. Ich finde es immer dumm, die... Oh, schade. Ich finde es immer doof, die Bälle vors Tor zu spielen. Boah, war ein guter Versuch. Jetzt muss ich aufpassen. Er will natürlich auf die Demo gehen. Ja, schwer. Ist super, super schwer, halt da irgendwie ranzugehen, weil ihr seht, er fährt mir halt da komplett hinterher. Also ich muss da absolut ausweichen. Wenn ich hochgesprungen wäre, wäre sowieso vorbei gewesen. Aber ist natürlich gut gemacht von den Gegnern. Stark von Nico. Anderen haben keinen Boost. Das könnte man ausnutzen. Ja. Jetzt geht der eine nochmal ab. Nochmal die Chance. Oh mein Gott. Ganz, ganz knappe Geschichte. Wir sind in der Verlängerung. Ich fahre rechts. Hoffentlich kein doofes Tor jetzt. Snacken uns hier nochmal den Boost. Ja, mussten wir auf jeden Fall nochmal blocken. Haben hier zum Glück auch den Boost bekommen. Ich weiß nicht ganz, was der da machen will. Egal, hier den Boost. Den kann Nico eventuell zu mir spielen. Schade, da hätte ein besserer Pass kommen können. Nochmal reingeworfen. Boost habe ich. Oh, die Demo. Nein, oh mein Gott, ich habe den Dingens nicht gekriegt. Hier auch nochmal die Demo. Ja, nochmal reingeworfen. Jetzt Nico. Oh, so close, so close. Ich spawne so langsam. Macht den Double? Ja. Oh mein Gott, einfach 3-2 in der Verlängerung verloren, weil ich einfach, ich habe irgendwie gefühlt geisteskrank lange gebraucht zu spawnen. Ja, und dann doubelt er den rein, weil er halt Open Net hat. Zweite Runde auf Farmstead. Ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, es läuft gut. Mate müsste den haben. Was hat der denn für einen Namen? Holy Crap, okay, da müssen wir erstmal hin. Hauen das Ding erstmal weg. Den 100er Boost zum Glück. Okay, ganz weirde Bälle hier gerade. Ich kann den nicht nehmen. Geht er gegen die Decke? Jo, okay. Unlucky, dass er gegen die Decke ging. Kriegen wir hier die Demo. Er weicht aus. Oh mein Gott. Wichtig. Gehen ab. Made auch ab. Das war lost. Der Double Commit hätte auf gar keinen Fall sein müssen. Hier haben wir die erste Demo. Die war wichtig. Mate kann ihn vielleicht passen. Nee, kann er nicht. Oh mein Gott. Nee, sieht bisher gerade kritisch aus. Also gerade sehr, sehr ausgeglichen. Immer noch hier 0-0 gerade. Kann er ihn rüberspielen vielleicht? Spielen nochmal rüber, aber er ist nicht da. War Boost holen. Oh mein Gott. Da kriege ich einen ordentlichen Bump mit.
3,45. Boah, der Ball. Okay, den spiele ich ihm direkt zu. Perfekt. Sag jetzt nicht, der geht rein. Oh mein Gott, Mate, fahr hin, geh auf Block. Schön. Hau das Ding einmal raus. Ich brauche rechts den Boost einmal. Junge! Alter, wirklich, was mir auf Grand Champ Niveau auch aufgefallen ist. Es ist so nervig mit den Bumps einfach. Okay, der war auch eigentlich nicht so gut. Hier einmal abgelegt. Perfekt. Einmal wieder genommen. Schön für ein Mate. Mal gucken. Hat er? Ey, wirklich, was ist das für eine Runde? So ausgeglichen. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht... Hier der Pass? Oh, schade. Zu close hier gerade. Schnell mal den Boost snacken. Bro, das weiß ich jetzt auch nicht. Hab ihn den eigentlich so schön hingelegt gehabt. Oh mein Gott, er misst gerade auch ganz, ganz viele Bälle. Oh, der Gegner ist schon ab. Kein Boost. Mate hat Boost. Schlechter Ball. Ich kann halt nicht viel machen. Oh mein Gott, wichtig. Die Demo ist todeswichtig. Weil so kommen wir jetzt wirklich mal raus. Hab ich nicht. Oh mein Gott. Schlecht von mir. Oh mein Gott, Mate muss aufpassen. Er darf ihn nicht in die Mitte spielen. Macht er gut. Schade. 1,18 noch auf der Uhr. Oh, macht er stark. Stark mich da outplayed. Schön. Wow. Einfach 0-0. Den müssen sie auf jeden Fall nach rechts spielen. Wichtig. Bitte Boost. Ah, Mate. Mal gucken. Hat er nicht. Eieiei. Oh mein Gott. Ganz knapp. Close. Komm, spielen rüber. Es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Nein, bitte nicht. Alter, das wäre ja wirklich... Ey, wir kriegen in den letzten Sekunden das Tor. Das kann nicht sein. Es war so ein gutes Spiel. Und dann dieser Ball macht's einfach. Das kann doch nicht wahr sein. Meine Güte, wirklich. So unlucky. So unlucky. Heute wirklich zwei ultra dumme Runden. Komm. Wir schaffen's nicht. Jetzt nochmal hoch. Nö, das war's. Kriegen noch das zweite oder was? Nee. Liebe Leute, an der Stelle war's das hier heute mit dem Video. Ich nehme die beiden Runden jetzt einfach, damit ihr einfach mal seht. So, das ist Grand Champion. Es war einfach auch, zweite Runde war ultra unlucky. So, es war ultra ausgeglichen. Lasst gerne einen Like da, lasst kostenlos Abo da. Ich bin, wie gesagt, gerade so Grand Champion geworden, also wirklich nur ganz, ganz knapp. Ich hoffe, ich rank auch wieder ein bisschen runter, damit ich halt erstmal die Belohnungen freischalten kann und dann kann ich erst wieder Grand Champion werden, um die Rewards zu erreichen. Ziel ist es, wie gesagt, einfach Grand Champion 1 vielleicht die Season über zu halten. Ich bin mal gespannt. Bin ja High C3 und ja, ich denke, es wird auf jeden Fall machbar sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal, euer Bareepers. Yo, ciao, ciao.